Heute beim elektrischen Reporter Tiere. Ich habe Sie erwartet. Das Internet ist ein Kommunikationsnetzwerk, an das ausschließlich Maschinen angeschlossen sind. Zu einem ganz fabulösen Phänomen wird es allein dadurch, dass an die Maschinen wiederum Menschen angeschlossen sind. Und jetzt fangen die ersten Menschen damit an, an das Netz wiederum Tiere anzuschließen, wie unser erster Beitrag zeigt. Wer einen Waldrapp sehen möchte, der musste bislang entweder in den Zoo gehen oder in der Google-Bildersuche hässlicher Vogel eingeben. In freier Wildbahn hingegen ist der glatzköpfige Schreitvogel schon lange ausgestorben. Das liegt allerdings weniger an seinem eigentümlichen Aussehen als an den Wilderern, die den als Delikatesse geltenden Waldrapp in der Vergangenheit massenhaft vom Himmel holten. Johannes Fritz möchte den Waldrapp jetzt in Europa wieder ansiedeln und setzt dabei aufs Internet und dessen Vorliebe für tierische Außenseiter. Der Vogel lässt niemanden kalt. Die emotionale Reaktion reicht von abgrundtief hässlich bis absolut faszinierend. Der Waldrapp hat sicherlich etwas zum, das Zeug zum Star. Das sehen wir, wo immer wir mit dem Waldrapp präsent sind, also die Bevölkerung zieht der Waldrapp sehr rasch auf seine Seite und selbiges funktioniert auch im Internet. Das Waldrapp-Team um Johannes Fritz hat aber mehr zu bieten als eine Homepage und eine Facebook-Seite. Zunächst stattet es die Jungvögel mit GPS-Sendern aus. Im Waldrapp-Camp in der Nähe von Salzburg werden die Tiere dann für ihre Reise ins Winterquartier in der Toskana trainiert. Und diese Reise ist gefährlich, denn auch heute noch lauern Wilderer den Zugvögeln auf. Mit den GPS-Daten und mit Hilfe der Web-Community, die über die App Animal Tracker jeden einzelnen Waldrapp auf seiner Reise begleiten kann, hat Johannes Fritz aber endlich ein mächtiges Werkzeug gegen die illegalen Jäger. Vernetzte Informationen. Wir haben 2012 mit diesen GPS-Geräten angefangen und bereits im Herbst diesen Jahres ist uns gelungen, mit Hilfe dieser Technologie einen Wilderer zu identifizieren. Und das ist ein wichtiger Aspekt unseres Projektes, weil es auch ein Signal ist an die Jägerschaft, an die Wilderer, an die potenziellen Wilderer. Es besteht ein Risiko, unsere Vögel abzuschießen, weil sie GPS-Geräte haben. Entstanden ist der Animal Tracker am Max-Planck-Institut für Ornithologie. Dort gibt es mit MoveBank.org bereits die größte Tierbewegungsdatenbank des Internets. Aber während MoveBank sich vor allem an andere Wissenschaftler richtet, soll die Animal Tracker App ganz gezielt Laien ansprechen. Jeder Hobbyvogelkundler kann einem Profi wie Andrea Flack, die sich mit dem Sozialverhalten von Störchen beschäftigt, über die App wertvolle Informationen zukommen lassen. Ich weiß nie, ob der Storch jetzt alleine ist, ob 10, 20 andere Störche um ihn herum sind. Und da hilft es sehr, wenn Ornithologen, Freizeit-Hobby-Ornithologen rausgehen ins Feld, den Storch suchen und vielleicht eine Beobachtung an uns weitersenden. Die können die App benutzen, um das Tier im Feld direkt zu finden und dann vielleicht ein Foto machen oder uns einfach sagen, wie sieht das Tier aus, was frisst es. Der Aufbau eines tierischen Internets ist aber nicht nur für die Forscher von Vorteil. Andrea Flack ist vielmehr überzeugt, dass von den so gewonnenen Erkenntnissen vor allem die Tiere selbst profitieren werden. Ich denke, die Tiere werden was davon haben, wenn wir Menschen dann von unseren Erkenntnissen lernen und dass wir wissen, wo wir zum Beispiel unsere Wind- oder Stromstraßen hinbauen können und wo nicht. Dass wir vielleicht Korridore entwickeln für Tiere anhand dieser Bewegungsdaten, die wir inzwischen gesammelt haben. Der Autor Alexander Pscherer entdeckt in einem Internet der Tiere sogar ein weltveränderndes Potenzial. Es gibt ja fast keinen Lebensbereich oder kein Biotop auf der Welt, das von Tieren nicht besiedelt wurde. Und da ist eine ungeheure Intelligenz entstanden. Und an diese Intelligenz kamen wir bisher nur ran, indem wir Tiere beobachtet haben, also physisch beobachtet haben. Das setzte unsere Anwesenheit voraus. Pscherer wünscht sich genau genommen eine Art tierisches Überwachungsnetz. Aber das soll einem höheren moralischen Zweck dienen. Jetzt wird es, glaube ich, kann es möglich werden, über Sender und über eine Informationstechnologie dieses Wissen auszulesen.
die Tiere sind uns definitiv überlegen. Und das ist ja eines der schönen und der optimistischen Botschaften des Internets der Tiere. Es ist keine Versklavung der Tierwelt, sondern es ist eher eine Demutsgeste des Menschen gegenüber der Natur. Für die Zukunft träumt Alexander Pscherer von einem weltumspannenden Bioinformationssystem, in dem Ziegen vor Vulkanausbrüchen warnen und Seeschlangen Seebeben vorhersagen. Bis das soweit ist, wird Johannes Fritz aber noch einige Waldrapp-Generationen ins Winterquartier führen müssen. Und immerhin wurde 2013 auf dieser Reise erstmalig keiner der glatzköpfigen Vögel erschossen. Dank des Internets der Tiere. Eine alte Netzweisheit sagt, im Internet weiß niemand, dass du ein Hund bist. Oder eben doch, wie in unserem heutigen Tweet und seiner Geschichte. Mein Name ist Gerritje Krieger, ich bin 43 Jahre alt, freie Journalistin und Autorin. Und ja, wenn ich nicht gerade was anderes schreibe, dann bin ich Sekretärin für Eddie, den Mops, der auch eigene Bücher schreibt. Als unsere letzte Hündin gestorben ist, sind wir ins Tierheim gegangen. Wir hatten eigentlich überhaupt keine besondere Vorstellung. Irgendein Mischling, mittelgroß. Und ja, stattdessen kam uns dann die Tierheim-Mitarbeiterin mit dem 6 Monate alten Eddie Mops entgegen. Und irgendwie war da für mich im ersten Moment klar, der ist es. Das war einfach Liebe auf den ersten Blick. Die Geschichte mit der Kolumne war eigentlich eine ganz spontane Sache. Die haben Eddie und ich dann irgendwann immer zusammen geschrieben, jede Woche Freitag. Und die heißt Eddie's Weekly, hundsgemeinte Mops-Kolumnen und erscheint jede Woche auf meiner Homepage. Es gibt eigentlich kein Thema, das Eddie in seiner Kolumne nicht aufgreift. Es gibt halt Kolumnen, die drehen sich zum Beispiel um seine Abenteuer mit der Katze. Aber der behandelt auch Themen wie tierischen Liebeskummer oder wie unglaublich schwierig es ist, als Mops ein Date zu haben. Da lässt er sich halt ein bisschen von dem leiten, was ihm so in der Woche passiert. Insofern war natürlich auch völlig klar, dass Eddie natürlich auch Fußball guckt und selbstverständlich auch die WM miterlebt. Und beim Spiel Niederlande gegen Argentinien ist dann dieses Foto entstanden, bei dem er einfach so unglaublich dahin gegossen, gesessen und geguckt hat. Und so ist dann dieser Tweet zustande gekommen. Dass man aus Sicht eines Hundes eine Kolumne schreibt, das eröffnet einem halt einfach völlig andere Möglichkeiten. Der Eddie hat halt die Möglichkeit, einfach völlig frei von der Leber weg zu sagen und zu schreiben, was er denkt. Und ich glaube, dass den Leuten das unheimlich Spaß macht, einfach mal das Leben aus seiner Sicht zu betrachten. Ja, die schönsten Erlebnisse mit Eddie, also sind sicherlich die Veröffentlichung der beiden Bücher zu erwähnen. Als damals die Mops-Monologe 1 erschienen sind und ein paar Monate später der zweite Teil, das waren natürlich schon ganz besondere Momente. Was mich aber auch immer wieder echt umhaut, ist der Riesenzuspruch von seinen Lesern und Fans. Es fängt halt damit an, dass wir unglaublich viel Post kriegen, Briefe, aber auch Geschenke. Eine seiner Leserinnen hat ihm tatsächlich sogar einen Pulli selbst gestrickt. Das finde ich immer wieder überwältigend und damit hätte ich so im Leben niemals gerechnet. Es gibt eine Menge Leser, die jetzt schon auf den dritten Teil von Die Mops-Monologe warten. Und ich denke, Eddie und mir fällt ganz bestimmt immer wieder irgendwas ein, was wir beide zusammen anstellen können. Weltkriegssoldatensimulationen, Raumschiff-Kapitäns-Simulationen, Polizeiinspektor im viktorianischen England-Simulationen. Im Digitalen kann man sich in fast ungefähr jede Rolle hineinsimulieren. Seit neuestem auch in Tiere, wie unser nächster Beitrag zeigt. So ein Hundeleben ist gemütlich. Fressen, schlafen, zwischendurch Bäume anpinkeln und dann wieder fressen und schlafen. So mancher neidvoll zuschauende Mensch möchte gerne mal einen Tag als Hund verbringen. Oder als sonstiges Tier. Und genau das versprechen Tiersimulatoren. Man kann ein Reh sein, im Wald, unter blauem Himmel und auf grünen Wiesen. Ein kurzer Ausflug in die Natur für gestresste Großstadtmenschen. Oder auch inmitten von Blut, Zerstörung, Massaker. Hauptsächlich lässt man Autos explodieren, man springt auf Trampolinen herum. Was tut man noch? Man tötet Menschen. Das ist so das Wichtigste. Ich glaube, das ist auch so ein Grundinstinkt einer Ziege halt enthalten. Menschen töten. Also eine Ziege zu sein, ist natürlich das schönste Gefühl, das ich je gehabt habe. Gerade in Verbindung damit, dass diese Ziege eben omnipotent ist. Weil, ja, was will man mehr? Man wünscht sich natürlich, in seinen Fähigkeiten nicht beschränkt zu sein.
Und das dann auch noch als Ziege ist eigentlich das Schönste, was ich mir jemals habe vorstellen können. In der Welt des Goat-Simulators ist das alles möglich. Mit so einem Tiersimulator kann sich jeder ein bisschen als Tier fühlen und in dieser Rolle machen, was er will. Auf der Wiese Gras fressen oder eben Häuser in die Luft sprengen. Nur ein paar Klicks und das Tier tanzt nach meiner Pfeife. Doch gerade diese Leichtigkeit, mit der das Tier in den Tiersimulatoren quasi gezähmt und dem Willen des Spielers unterworfen wird, sieht nicht jeder mit Begeisterung. Den Goat Simulator finde ich problematisch, weil das Tier tatsächlich als Objekt benutzt wird und wie eine Waffe. Und dadurch verstärken wir eigentlich eine Denkweise über Tiere, die nicht mehr up-to-date ist. Und das ist schade. Wir verschenken ganz tolle Chancen. Die verschenkte Chance? Simulatoren könnten eine Art empathische Brücke zwischen Mensch und Tier bilden. Eine virtuelle Annäherung ans Tierleben. Doch das schaffen weder die Heile-Welt-Simulatoren noch die Zerstörer-Ziegenspiele. Im Grunde genommen entsprechen die Tiere in den Spielen den menschlichen Befindlichkeiten und wiederholen Altbekanntes. Der Bär läuft auf zwei Beinen und die Perspektive, die dem Spieler geboten wird, ist die des Ego-Shooters. Das Rehkitz hat sogar ein menschliches Gesicht. Dabei ist die Vorstellung, sich in ein Tier zu verwandeln, nichts Neues. Im antiken Griechenland erzählte man sich vom Obergott Zeus, der gerne als Stier ausging. In Fabeln dienten Tiere als Platzhalter für das typisch Menschliche. Und Franz Kafka verwandelte den Handlungsreisenden Georg Samsa in ein riesiges Ungeziefer. Für den Sozialwissenschaftler Winfried Kaminski war es naheliegend, dass man irgendwann Tiere zu Avataren macht. Denn schließlich kann man so ein Tier prima aufladen mit Eigenschaften, die wir uns wünschen, vor denen wir vielleicht auch zurückschrecken. Dinge, die wir im Menschenleben nicht tun können oder zu tun wagen, können wir aber im Tiergewand wagen. Ich kann mich eben allmächtig fühlen, wenn ich stark wie der Adler bin oder fliegen kann wie ein Adler. Dieses Gefühl der Schwerelosigkeit empfinden. Ich glaube, das ist das, was da so hineinspielt. Noch finden Tiersimulationen in Nischen der Games-Welt statt. Ein digitales Randphänomen für Fell- und Pfotenliebhaber. Doch das könnte sich bald ändern. Denn derzeit befindet sich ein Simulator in Entwicklung, mit dem man in die Haut des einzig wirklich wahren Internettiers schlüpfen kann. Der Katze. Unsere Zivilisation befindet sich in einem Zwischenstadium. Nicht mehr das vollständig vom Instinkt geleitete Tier, noch nicht der vollständig vom Verstand geleitete Mensch. Theodor Dreiser. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine inspirierte Zeit. Bleiben Sie uns gewogen. Schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter. Electrician Reporter.